Bald geht's los. Flick und Flack kurz vor ihrem Aufbruch nach Krems. Gemeinsam mit Kutscher Karl Ziegler und seinem Begleiter Nico Wolf wollen sie entlang der Donau nach Niederösterreich traben. Mit den Geschirren habe ich jetzt ca. an die 2000 Kilometer bin ich mit denen schon gefahren. Und die haben keine Schäden gehabt. Also die haben sich nicht aufgewetzt oder irgendwie. Also passt das wunderbar. Ein altes Geschirr ist das beste Geschirr. Ein neues Geschirr, das ist katastrophal. Dann tun wir den einspannen, an Flagge. Gehen wir da her. So, Nico, tu sie drüber. So. Ja. Früher hat Karl Ziegler anderen die Kunst des Gespannfahrens beigebracht. Seitdem er in Rente ist, hat er mehr Zeit für sich und seine Pferde. Und das nutzt er jetzt auch aus. Wie kommt man auf die Idee, dass man miteinander mit den Pferden in Urlaub fährt? Das ist ein Traum. Ich bin aufgewachsen, mein Nachbar ist ein Pferdehändler gewesen und eingespannt, da habe ich schon mit Neujahrkutschen gefahren und bin auch geritten. Früher, wie ich jünger war, bin ich den ganzen Bayerischen Wald abgeritten, bin auch Wanderreiten gemacht und wenn man älter wird, dann habe ich gesagt, also dann reite ich nicht mehr, dann tue ich mit der Kutschen, Landwagen, fahre große Reisen, nicht eine Nacht, sondern Nächte. Trainierst du da die Pferde nur speziell oder? Ich tue die Pferde gut trainieren, die werden auch trainiert, weil ich fahre viel. Ich tue auf sämtliche Gefahren die Pferde trainieren, muss man auch. Und an alles kann man nicht denken, irgendwann steht dann wieder Eisenbahnschiene da. Ja, dann, jetzt weiß ich das, dann tue ich halt, oh, da vorne ist einfach, dann tue ich antraben und dann lasse ich es hinlaufen. Dann fangen die schauen noch, aber da schiebt es dann drüber. Wie wichtig ist es, dass Sie da einen Beifahrer dabei haben? Das ist sehr wichtig, weil wenn jetzt irgendwie ein Hund oder es reißt da vorne etwas, dann muss der Beifahrer vier gehen und muss das richten. Oder ein Spaziergänger, ein Hundskeder, läuft da rein, wo haben wir alles schon erlebt. Dann springen die Ross meistens auf den Hund drauf. Aber dafür hat man einen Beifahrer, der wo auch das Chaos bändigt. Sie haben jetzt einen sehr jungen Beifahrer dabei. Wie ist denn das zustande gekommen, dass er da mitfahren darf? Also, wir sind mit den Eltern sehr befreundet. Und Nico, den kenne ich auch, wie er auf die Welt gekommen ist. Und mittlerweile sind 15 Jahre vergangen und wir haben jetzt schon ein paar Hochzeiten miteinander gefahren und ihm interessiert das, dann habe ich gefragt, ob er mitfahren möchte. Er war dann natürlich sehr begeistert. Die Pferde antrainieren, den Planwagen umbauen. Karl und sein Schützling Nico verbringen schon bei den Vorbereitungen auf die große Reise viel Zeit miteinander. Klar, dass das Gespann mittlerweile ein eingespieltes Team ist. Für Nico geht's aber zum ersten Mal auf große Reise mit der Kutsche. Wahnsinniges Gefühl, weil wer hat schon die Chance, damit er da mitfährt und ich schätze es echt, damit er mitfahren darf. Ungefähr 12 Tage soll die rund 350 Kilometer lange Fahrt bis nach Krems dauern. Und wenn die Reise länger dauert, auch kein Problem für die beiden Pferdeliebhaber. Sie haben ja genug Zeit. Und auf jeden Fall haben die beiden nach ihrer Rückkehr viel zu erzählen.